que no miento, que amo loca mente, mi nombre te quiero. Otra vez que no miento, cuando te repito, que por ti me muero. Es ist ein befreiendes Ritual, wie hier in Südamerika das Jahr beendet wird. Die Kalenderblätter des Vorjahres werden einfach auf die Straßen geworfen. Abgeschlossen. Basta. Auch im Hostel Schick wird währenddessen ausgemistet. Mit dem Leergut des Vorjahres soll ein Teil der Kosten für die Silvesterparty bestritten werden. Mit Luca, dem Betreiber des Hostels und dort neu gewonnenen Freunden, macht Milo sich auf in Richtung Markthallen. Die Fahrt durch den Bezirk La Aguada führt am Palacio Legislativo, dem Parlament, vorbei. Bueno, acá estamos en el Mercado Agrícola. Die Hallen des Mercado Agrícola beherbergen den größten Markt Montevideos. Erst einmal will das ganze Leergut entladen werden. Auf der südlichen Halbkugel fällt Weihnachten in den Hochsommer. Echte Tannen gibt es hier nicht, dafür einen begehbaren Wunschzettel-Weihnachtsbaum. Gegrilltes verströmt auch hier appetitanregende Gerüche und bei dieser Auswahl an frischem Obst läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Genauestens wird der Bedarf an Flüssigbrot berechnet. 3x12 ist jetzt. Sowie das frisch gebackene untersucht und auf Wienerisch für gut befunden. Scheiße! Scheiße! Scheiße, Alter! Scheiße, Alter! An der Kasse ist man derweil mit diesem Großeinkauf etwas überfordert. Eine geile Scheiße! Damit alle gut ins neue Jahr kommen, sorgt Milo noch für einen adäquaten Vitamin-V-Träger. Mit allen wichtigen Zutaten zurück im Hostel geht sich noch eine Partie Backgammon aus. Dann wird es für Luca Zeit, den Grill anzuheizen. Der uruguayische Grill wird mit dem langsam brennenden Holz des Eukalyptusbaumes befeuert. Sobald die Glut bereit ist, belädt Luca den Grill mit Fleisch, während in der Hostelküche andere Leckereien entstehen. Das Wichtigste bei dieser Art des langsamen Grillens ist eine gleichmäßige, langanhaltende Glut, die Luca mit viel Gefühl entfacht und verteilt. Immer wieder werden die großen Stücke Rindfleisch gewendet. Und lange bevor die gar sind, gibt es natürlich die ersten Hamburger. Damit auch den ganzen Abend für ununterbrochene Fleischnachfuhr gesorgt ist, kommen jetzt noch einmal Würste auf den Grill. Eine Argentinierin möchte wissen, was in Milos Aufstrich ist. Milo erklärt es ihrem Freund auf Englisch. It's salt inside. It's a little bit herbs. You can use the all herbs what you like, but by some herbs you have to know. Only one herb, it's a good taste, some herbs get together, but now it's with basilicum and chili, and that's all, but a little bit olive oil. Oh, it's like a cream or like a panna. Little bit panna. More creamy, to easy to use. Yeah. Suele rico. Es rico. Que da mais tempo.
I like it. Sehr zur Freude Lukas reichert Milo jetzt die Melone mit Vitamin V an. Absolut. Endlich sind auch die großen Fleischstücke gar. Dazu gibt es frische Salate und Reisgerichte. Vegetarian food. Auch Milo trägt mit seinen überbackenen Zucchini-Scheiben zum vegetarischen Gegenpol bei. Während Luca weiterhin die Fleischhungrigen vom Grill versorgt. Gut, dass nach so einem opulenten Mahl Digestif und Dessert in einem stark vitaminhaltigen Drink bereit wurden. Schlag Mitternacht schillert dann ganz Montevideo in einem grandiosen Feuerwerk. Milo telefoniert nach Hause und eines ist bei diesem Asado klar geworden. Hauptsache, es gibt Fleisch. Viel Fleisch. Die Nähe zum Südatlantik macht aber auch Lust auf Fisch. Seebarsch zum Beispiel, den bereitet Milo gemeinsam mit einem uruguayischen Kollegen in dessen Restaurant zu. In der nächsten Folge von Ein Koch auf Abwägen, Uruguay.